Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thea, The Awakening. Die letzten beiden Aufnahmen von meiner Seite, meiner einem, zeigen uns eindeutig, dass wir nicht müde sein sollten, wenn wir aufnehmen. Ja. Egal. Nächste Runde. Meine Expedition wird schon immer größer. Wir haben schon 9 Leute drinnen. Das ist ausgezeichnet. Wir gehen weiter. Was haben wir denn? Fleisch, Gemüse, Holz, Obst. Ausgezeichnet Obst. Wir greifen mal diese Spinnenviecher da an. Wir jagen sie, weil das kann man automatisch machen, ohne dass irgendjemand stirbt. Boah, 9 Spinnenseide, das ist cool. Und ein Metallring, was kann denn der? Ablenkung 3, Rüstung 1 und Folklore 1, eigentlich gar nicht schlecht. Na doch, glatt anlegen gleich. Ah, das Schwert hätte ich mir vielleicht auch anschauen sollen. Was kann das? 5 und 5, ja, das kann man verkaufen. Oder auseinandernehmen, sagen wir es mal so. Genau. Gehen wir gleich zu der Ausrüstung. Du könntest dir diesen Ring nehmen. Nein, du könntest nicht. Du bist total voll. Na gut. Was mit dir? Du könntest, aber eigentlich will ich einen von den eher schwächeren den Ring geben. Aber du kannst nichts mehr tragen. Sali vielleicht. Ja, wieso nicht? Jetzt war schon Ablenkung 4. Das passt schon, das ist ganz gut. So, da unten ist die Quest mit dem mit der Schmiede. Das heißt, wir gehen in diese Richtung weiter. Achso, ja genau, was ich schauen wollte außerdem ist. Den Leuten. Irgendeine von meinen war verletzt, aber wir haben gelagert letzte Nacht. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass keiner mehr verwundet ist. Ja, gut. Was könnte man denn hier essen? Naja, immerhin. Essen kriegen wir. Das heißt, wir könnten hier lagern. Und die da. Irina. Sali. Na, 85 komme ich nicht, schade. Das heißt, dann hätte ich gleich 3 Essen gekriegt. Ich meine, das Essen ist jetzt nicht so was Tolle, Wichtige. Aber ich glaube, da unten ist auch irgendwo das Quarzding, oder? Da? Nein. Wo ist das Quarzding? Irgendwas habe ich da unten aufgedeckt letztens, glaube ich. Ah. Wo ist denn das? Hm, interessant. Na, schaut nicht so aus. Entweder ist es viel weiter weg noch. Auf jeden Fall sehe ich es nicht. Na gut. Wir könnten Granit freischalten oder wir könnten auf Obsidian warten. Oder wir könnten da bei den Rüstungen was machen. Echte Rüstung zum Beispiel und dann schwere Rüstung oder wie? Hm. Na, da brauchen wir auch Dings. Für leichte Rüstung geht, glaube ich, noch das Leder. Für schwerere Rüstungen brauchen wir dann das ganze Metallzeug. Stahl und was ist das? Gold. Und das ist Silber und dahinter kommt Mithril. Vielleicht sollte man Silber freischalten. Warten wir noch eine Runde, schalten wir Silber frei. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Oder? Ja. So, wir haben einen neuen Stecken. Ausrüstung. Ist der gut? Ja, nicht so gut wie diese Axt, aber... Vielleicht kannst du da irgendwas ersetzen. Und nicht so gut wie das Schwert. Oh, es ist nur minderwertig. Hm. Ärgerlich.
Aber es hat Forschungspunkte gebraucht, das ist schon mal was. Und es ist besser als das drum hier. Oder können wir das da eigentlich verkaufen? Oder halt zerlegen. Dann schauen wir mal, was wir sonst noch herstellen können. Jetzt weiß ich, was wir machen könnten. Wir könnten eine Schmiede freischalten. Das ist eine gute Idee. Das ist eine ausgezeichnete Idee sogar. Mit Eisen ist das jetzt, glaube ich, nicht so das super tolle. Eine Kurzpike. Kurze Eisenpike. Ist eine kürzere Reichweite, ist jedoch stark und zuverlässig. Ja, was bringt 4 Forschungspunkte? Naja. Großartig ist das jetzt nicht. Ja, machen ist ja wurscht. Forschungspunkte sind Forschungspunkte. Du geh rauf, du mach die Kurzpike und im schlimmsten Fall müssen wir halt. Machen wir mal. So, dann gehen wir mal zu dem Dings, machen wir Schmiede vielleicht. Das verbessert unsere Herstellungsfertigkeit, wenn wir sowas haben. Also zumindest eine Schmiede sollten wir schon ins Dorf stellen. So, wir waren schon dran. Passt. Nächste Runde. Du gehst weiter. Da ist ein Spinnennest. Was habe ich jetzt gemacht? Wir jagen die Spinnen. Und wir machen das. Ah, nein. Ach, ich wollte automatisch kämpfen. Nein, neu mischen. Schlimmer kann es gar nicht kommen, wie das, was wir vorher hatten. Da hatten wir praktisch nur die Null auf der linken Seite. Ich wollte nicht den Kampf so machen. Ach Gott. Gegnerangriff 6. Versuchen wir das mal, weil sonst kann er eh nichts machen. Okay. Ich kann immerhin den Verbündeten unterstützen. Der kann erste Aktion machen. Na okay, machen wir mal als erstes sie rein. Immerhin macht sie sehr viel Schaden, sie wird jedes Jagdfeld erledigen. Egal was jetzt kommt. Klar, Stufe 7. Wäre auch zu einfach gewesen. So, wenn wir jetzt, das hat 11 Lebenspunkte. Wenn wir ihn reingeben und ihn noch unterstützen, dann macht er 13 Punkte Schaden. Das ist gut. So, wir können ihn nicht unterstützen gleich. Erste Aktion 3, hey, wir könnten einen von denen ganz vorstellen. Aber was soll das bringen? Außer nichts. Mal vorstoßen. Und dann gehst noch du rein. Und du, weil ich nichts Besseres zu tun habe. Und dann sagen wir, passt. Au. Ja, ist eh klar. Geht's denn alle auf sie los?
ein Schaden ist ein Schaden. Nee, immerhin, sie hat zwei mitgenommen. Ah, doch nicht. Schau, schau. Freundlich. Und er hat auch zwei mitgenommen. Passt, wir waren siegreich. Wir kriegen einen Holzring, der eigentlich nichts bringt. Den können wir gleich wegtun. Und wir nehmen die Beute. Schließen. Okay. Nächste Runde. So, sowas haben wir fertig. Machen wir Kleidung noch. Oi, 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 oi. Wir haben wenig Zeug mehr. Ja, immerhin bringt auch nochmal 4 Punkte. Und achso, warte mal, wir könnten auch gleich schauen. Wie ist das denn da? Kann man schon eine Schmiede bauen? Naja, nur so eine schwache Schmiede eigentlich. Bestehend ausschließlich aus Holz. Holz, Holz, Holz. Ah, ein Ton mehr wäre cool. Herstellungsbonus. Das ist lächerlich und es bringt nicht einmal irgendwelche Forschungspunkte. Na, da warten wir, bis wir was Besseres haben. Quarz wäre irgendwie cool, wenn wir viel finden würden. Aus Quarz könnten wir das Ding machen. Wie findet man denn sowas? Wie findet man denn das Quarz? Wenn man nicht weiß, wo es ist. Ah, da ist es. Ist ja urnah eigentlich. Da sind wir, wo ist das Quarz? Ah, da hinten. Ist ja ausgezeichnet. Da gehen wir zur Schmiede und dann zum Quarz. Okay, gut. Sind wir dran? Yep. Na, schauen wir mal, ob da die Dryade ist oder der Dämon. As you approach the place shown by the dwarf, you see a girl sitting on a large rock, frantically looking out into the distance. Okay. Oh. Geh mal näher. Was anderes when kann she ich sees nicht machen. You, she runs over without a second thought for her own safety and speaks with a voice so soft and melodic, oh. You cannot help but listen. You look, well, I guess you look like, you can handle some ruffians, right? Hallo, gute Frau. Der Zwergenschmied hat uns geschickt, damit wir mit euch sprechen. Raufbolde, ich nehme an, dass wir es mit ein paar aufnehmen könnten, falls nötig. Was geht es? I had 4 children, my nieces and nephews, yes. I was going to take them home and I was set upon by a band of orcs. They took the poor little ones. Oh, what will I do now? Du arme. Er hat 4 Kinder, die da draußen auf sich alleine gestellt waren. Warum? I was on my way home. It's not too far from here. And we thought we were safe. Now there is no time to chat. We must find them now. And I would help. Only I am so weak. These orc brutes have surely harmed my little ones. Oh, please help. Pah, böse Orks. Nun gut, ich werde sie finden. Aber nur, wenn ihr einwilligt, anschließend mit dem Zwerg auszugehen. Abgemacht. Ich bin wirklich nur hier. Ja, natürlich. Go out with the dwarf. What are you talking about? There are children at stake here. Ja, ja. Je schneller du einwilligst, desto besser. Yes, I will do as you say. You must go now. I will mark on your map where I last saw them. Hurry. Ja, okay. Ich glaube, wir warten. Also, kommt drauf an, wo du siehst, natürlich.
Und? Wo ist es? Das ist die göttliche Quest. Da ist die Schmiede vom Zwerg. Und wo ist... Das ist ein Wolfsbau. Okay. Und wo muss ich hin? Boah, ich hasse das. Könnte man uns klar sagen, wo wir hin müssen? Nein, das ist die göttliche Quest. Da ist der Zwerg von der Schmiede. Hm. Schaut nicht so aus, als würde ich das finden hier. Geht aber noch viel weiter runter. Gibt es hier irgendwo eine große Karte, die man sich anschauen kann? Das ist irgendwie ein ziemlicher Fehler in dem Spiel. Spielverlauf. Okay. Um einen Blick auf diese Veranstaltungsart zu werfen. Oben auf ihrem Hard. Okay. Da gibt es ein Kartensymbol. Da ist das erste. Oh, da ist das zweite. Das ist kein Ort, das sind irgendwelche Monster. Und da ist das dritte. Okay, gut. Na, soll sein. Ja, das machen wir wieder in der Jagd. Und machen wir wieder automatisch. Diese Kämpfe dauern einfach zu lange, wenn man sie selbst macht. Oh, sammeln 1. Auch nicht schlecht. Was kommt das? Nichts. Okay, weg damit. Außerdem bringt das auch Erfahrungspunkte im Endeffekt. Was wollte ich jetzt... Genau, das Ding auch noch ausrüsten. Du hast schon 2 Ringe. Du könntest noch einen Ring nehmen. Wieso nicht? Du bist eh schon die super Sammlerin. Also bist noch besser, also... Im Endeffekt. Wie lange haben wir Essen? 21 Tage. Also ich glaube, da kommen wir noch sehr, sehr weit. Hey, wir sind gestiegen. Plus 1, plus 2 sammeln. Wow, Mati Duscher, bist du irre. Stärke, Stärke, Gesundheit. Ist nicht schlecht. Fernkampfschaden, was macht Fernkampfschaden eigentlich? Taktische Fähigkeit bei Kampf- und Jagen-Herausforderungen. Okay. So, und die im Dorf. Stärke, Stärke. Die hätten auch sammeln oder so irgendwas gebraucht. Magie plus 2? Was brauchst du Magie? Das ist eins, die können uns angreifen, wenn sie wollen. Jagen wir wieder. Machen wir automatisch. Hey, und ein kleines Bernstein-Amulett. Auch sammeln 1. Und Konzentration gibt es auch. Hm, okay. Was ist das? Essen. Gut, nehmen wir. Gruppe. Dann rüsten wir doch gleich aus. So, das Amulett ist das. Das ist auch nur ein kleines. Kriegst du. Ah. Ach Gott. Dann, obwohl, das macht plus 1 sammeln. Vielleicht sollte man es dann Dela auch geben. Was hat denn die da? Plus 1 sammeln. Und das auch plus 1 sammeln. Okay. Wir können es doch irgendjemandem geben. Ihr zum Beispiel. Noch so viel Platz für Zeug. Und jetzt hat sie immerhin schon plus 3 sammeln.
Okay. Können nichts mehr weitermachen. Hey, eine Weide. Ausgezeichnet herstellen. Machen wir noch mehr Essen. Oh. Vorräte verwalten, vielleicht sollte man das nicht essen. Das auch nicht. Das ist für die. Hey, wir haben da 39 Korn. Das ist, glaube ich, für die Dings ganz nicht, gar nicht schlecht. Für die Weide. Habe ich irgendwo gesehen. Okay, gut. Aber wenigstens verbrennen wir nichts von dem teuren Zeug. Mhm. So, seid ihr schon alles? Ja. Nächste Runde. Ja, okay, das kämpft man schon. Tod ist nicht doof. Ah, wir setzen zuerst die ein, die schlägt nämlich quer durch, alles durch. Das sollte, glaube ich, ein kurzer und schmerzloser Kampf werden. Also schmerzlos für uns. Gut, der ist einmal tot. Machen wir mal Bonus Lava. Irre, die hält ja schon unviel aus. Und noch. Immer noch den Sali. Ja, ich habe mir gedacht, ich werde in dieser Folge drei Leute umbenennen, und zwar in meine VWA-Schüler. Okay, und das gehen wir auch noch rein. Oh, da haben wir noch einen spitzen Stock. Ausgezeichnet. Ich glaube, das sollte über die erste Kampfphase nicht hinausgehen. Sage ich's nicht. Was haben die Sachen dabei? Ach Gott. Hey, ein Hammer! Ja, macht man zwar nur ein, herstellen eins. You thought you're sneaking up on the band of orcs, but as you lay there observing, a female voice speaks behind you. So, okay. The demoness sent some minions. I'm surprised that you should serve her kind. Hey, was heißt Minions? Wir sind keine Minions. Wir sind Laufburschen für einen Zwerg. Ja, wie halt. Moment, was? Surely you know that Rasalka is a devious temptress, always seeking to deceive and bait the living. Children are a favored prey among the demon kind. We've learned this the hard way during the long night. Okay. Ja, wir haben zuvor schon mal von der Rasalka gehört. Doch diese scheint mit ihren Bitten sehr aufrichtig zu sein. Ja, wir haben zuvor schon mal von der Schalke gehört, doch wie können wir wissen, dass diese Frau eine gewesen ist? Gute Frage. Real pretty, long black hair, looks kind of wet all the time. Her voice is all sweetness, and yet she's on her lonesome, out here, wearing nothing but a skimpy dress to barely cover her bosom. Sounds about right? You ever wonder how something that fragile wasn't even a tad scared of you? Hm. Nicht ganz unrichtig, muss ich zugeben.
Aber gut, Fantasy macht sich normalerweise da wenig Sorgen darüber, ob jemand in praktisch nichts herumrennt. Also so gesehen, gut, nun, da ihr es erwähnt, muss das ein Schalker gewesen sein. Nun, wisst ihr, wir wussten, dass er ein Dämon ist, doch eben nicht, was für eine Art von Dämon. Well, there you have it. So what now? We're not giving you the little ones, they're coming home with us. Sind das Ork-Kinder? Why? Does it make a difference? You think we kidnapped them, but if they're Orks, then whatever. Nein, nur wenn sie Orks sind, dann gehören sie zunächst einmal euch. Oh nein, nun, ich war nur neugierig, ob sie vielleicht aus eurem Dorf sind. They are neither. One is either a very ugly human or a wee goblin. But in any case, I ask again, what of it? Ah, ich hätte sie gerne für mich selbst. Nun, wir denken, wenn sie nicht euch gehören, können wir besser auf sie aufpassen. Also gebt sie uns. Diese Kinder gehören nicht zu euch und wir brauchen sie. Oh, in Ordnung. Nehmt sie nur. Genug geredet. Gebt sie zurück oder kämpft. Na okay, wir machen das Erste. Das klingt irgendwie um ein tollwütiger Bär. Wie will der sozial mit ein? Naja, okay. Wo der hinfasst, bleibt kein Dings mehr auf dem anderen. Na gut, beginnen wir den Kampf. Das ist immerhin ein sozialer Kampf, deswegen machen wir den so. Aber wir sind so viele Leute, sie haben, glaube ich, keine Chance. Noch dazu haben wir da einen 10 Schaden. Matthias, Herr Mirtl, sie sind nicht schlecht, was das betrifft. Org eigentlich, was macht da? Sally ist auch nicht schlecht, was das betrifft. Na gut, schauen wir mal. Ah, wir dürfen sogar anfangen. Oh, dann machen wir doch glatt, der Mirtl halt auch viel aus. Gehen wir den doch glatt als ersten rein. Könnten wir den Sally vorschicken? Können wir erste Aktion machen? Nö, schade. Das wäre nett irgendwie. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Wenn der tollwütige Bär kommt, dann... Naja, aber die macht nur 5 Schaden. Das ist ja lächerlich. Aber sie hat 15 Rüstung. Puh. Die hält ganz schön was aus. Na gut. Gegentaktik 2, Gegentaktik 2, Gegentaktik 3 und 2. Hm. Nein, aber wir könnten den unterstützen, unseren ersten. Aber ich würde einfach sagen, wir machen das mit Brute Force. Wir haben wirklich starke Typen und sie macht nur 5 Punkte Schaden. Also selbst wenn sie zweimal zuschlägt, kann sie keinen von den beiden erledigen. Und der Bär wird niemanden erledigen mit seinen sozialen Werten. Könnte sogar von der Bronislava erledigt werden. Das heißt, wir setzen... Na, die Bronislava gehen wir ganz hinten hin. Wer weiß, was da noch kommt jetzt. Ein Ork-Kämpfer, na gut. Verwirren 1. Ja, die nehmen wir einfach auch alle mit rein und aus. Oder? Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, der Kampf wird kurz sein. Die beiden machen 18 Schaden und sie macht noch einmal 7 und er macht noch einmal 6. Mit den 6 Punkten Schaden sollte der Ork-Kämpfer weg sein. Ja. Das brauchen wir echt nicht mehr reinnehmen. Los, Sally, erzähl's ihr. Ah, der Bär. Finkelter Sprecher. Aber jetzt ist er weg. Ah, okay, das war's. Ja, I suppose it may be better for those little ones to live among other softies. My clan is hardened and always on the move. It would not be an easy life for them. Here, take them. But if I ever hear harm came to them, I swear on my honor you will be punished. Also, I'll give you some red ribbon. It wards off many demons, and the one you met is particularly scared of it. So take it to keep the little ones safe. With these words, the York female saluted you and stepped back into the shadows, while her men... Ja, ja, was auch immer. Kinder,
unsere. Wir haben auch noch dieses rote Band gekriegt. Aus irgendeinem erfindlichen Grund sind rote Bänder ein Fluch für viele Dämonen. Okay. Okay, warte mal, wo war jetzt nochmal der Quarz? Da drüben. Wir wollen zu dem Quarz. Wir wollen möglichst viel Quarz mit heimnehmen. Okay. Es wird Nacht. Ich habe Angst. Aber wir könnten sogar noch sowas, aber. Das heißt, wir werden noch lagern jetzt auch. Wir können noch etwas sammeln. Da gibt's ja... Ah, das kriegen wir aber nicht in einem Zug, Mist. Nein, das ist uninteressant dann. 260, schaffen wir 160? Yep, wir schaffen 160. Ausgezeichnet, zweimal Fleisch. So, wie schaut's bei euch aus? Ja, wurscht. Das nehme ich mal an. Was ist mit dir? Du trägst zu viel? Wie kann das sein? Wie kannst du überhaupt auf 160 kommen? Das kann doch gar nicht sein. Das kann man kann es dir doch gar nicht geben, wenn du es nicht tragen kannst, oder? Bist du schwächer geworden? Verstehe ich nicht. Ja, dann kriegst du halt das da. Ist das besser? Ist alles so schwach da. Daheim. Was ist jetzt mit dir? Hallo? Ach so, nur 32. Das ist ja noch schwerer. Super. Ich bin so dumm. Na, okay. Kriegst das. Was sagst du dazu? Schau, jetzt geht's besser. Jetzt kannst du es tragen. Gut. Auf die Berge. Hurra. So, wo ist das Quarzding? Vielleicht geht ja dann irgendwann mal wieder das Licht an. Wäre irgendwie nett, wenn die Nacht langsam zu Ende gehen würde. Achso, ja stimmt, wir wollten ja noch Leute umbenennen, haben wir gesagt, gell? Wir haben schon eine Kathi, aber wir machen noch eine Leila und einen Dusan. Welche Leila? Bronislava? Wird die Bronislava zu Leila? Wieso nicht? Ich hoffe, ich schreibe sie jetzt richtig. Ich glaube, das ist die mit Y, die Leila. Und wenn nicht, hat sie Pech gehabt. Und... Duschen an die. Das sind ja lauter Mädels. Ich muss jemanden im Dorf zum Duschen machen. Kraschina? Na. Henjo? Nee. Sada? Weiß ich nicht. Na. Oder? Bedomir? Na. Ist das fies, wenn ich Kraschina nehme? Der schaut nicht so schön aus. Naja, wurscht, nein. Der passt ganz gut zum Duschen. Glaube ich. Das ist ein Sammler. Duschen ist auch ein Sammler. Er sammelt Wissen. Höhö. Oder auch nicht. Was weiß ich schon. Gut.
Nächste Runde. Another night falls over Thea, and restless souls of the damned seek out the living in envy and anger. You can almost feel the approaching wave of these infernal wraiths seeking to burden your souls. But this night, thanks to the Lapiduch, your people sleep well this night, and many feel. Das wäre irgendwie schön, wenn mal was anderes passieren würde, weil sich herausstellt, dass der Lapiduch gar kein Lapiduch ist. Ich meine nicht, dass das irgendwie nett wäre, aber das ist jetzt schon das zweite oder vielleicht sogar schon das dritte Mal, dass ich den Lapiduch sehe. Das heißt, das ist ein Event, das recht häufig kommt. A small group of refugees is seen traveling near your village. Okay. Hallo Reisende. The people look scared and worn out, but they do have some decent looking fighters with them. Okay. An older man walks up to you to speak. We are not looking for trouble, nor do we seek anything from your village. We would have chosen a path more remote, but this one seemed easier for us to travel. Our home was taken by an orcish clan, and we now travel south to seek our fortunes elsewhere. Mhm. Gut, ihr habt hier doch einige Kämpfer. Wollt ihr eure Heimat denn nicht zurückerobern? Well, we tried to fight, but failed. And truth be told, we stayed put for too long. But you know what? These brutes, they killed a bunch of our people and took much of our goods. So if you want to try and beat them, be our guests. We had a sizable lumber mill and a small quarry, so not only will you avenge our people, you'll be well rewarded, you know. Okay. Our pleasure. The road will be lighter knowing that revenge may be at hand. Okay. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob wir solche Kämpfe schaffen werden. Drei Totenköpfe ist schon sehr, sehr viel. Aber warum bleibt ihr nicht hier bei uns, statt nach Süden zu ziehen? Wir haben ein starkes Dorf, das stetig wächst. Gemeinsam hätten wir beachtliche, ernstzunehmende Schlagkraft. Okay. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn man zusätzlich Leute kriegen würde. Eine zweite Party zum Sammeln wäre auch nicht schlecht. Weil es dauert immer urlang, bis die mit dem Zeug zurückkommen. In Ordnung, auf Wiedersehen. Lasst sie gehen. Du schleicht euch an ihre Lager heran und stiehlt ihre Vorräte. Boah, das ist fies. Es scheint tatsächlich so, als hättet ihr einige gute Sachen bei euch, die wir wollen. Greift an. Ah, okay. Nein, wir versuchen das. Well, I seek to find my roots and return to a homeland long forgotten. But I cannot speak for all my people. Speak to them, if they want. I will not stand in their way. Okay, unser Dorf stand 100 Jahre unter dem Schutz der Götter. Und nun ist unsere Zeit des Gedeihens gekommen. Schließt euch uns an. Stellt euch den Orks und jedem, der versucht, uns zu besiegen. 7 Plünderer. Puh. Na, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir sind nämlich nur zu 6. Und, naja, sozial sind wir, glaube ich, gar nicht einmal so schlecht, die Typen, die in der Stadt sind. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was die können. Okay, das ist jetzt nicht ganz so stark. Mal dich. Du schauen. Und wir können noch jemanden reintun. Nehmen wir Dobrovnieva rein. Ah, wir können auch verwirren, wenn es ist. Wenn die nur Stufe 2 sind, dann können wir auch welche verwirren. Das heißt, die könnten dann im ersten Zug nicht angreifen. So, warte mal. Also die beiden knocken auf jeden Fall zumindest 2 von denen raus. Mit etwas Glück knocken sie die beiden aus, weil der schlagt sowieso zu. Oder schaffen wir es, jemanden an die erste Position zu geben. Keine Ahnung. Ja, jetzt gehen wir mal den Henio rein. Und dann können wir noch immer verwirren. Unterstützen müssen wir unsere Verbündeten eigentlich gar nicht, weil Schaden machen sie ja alle genug. Aber wir könnten eine Gegentaktik machen. Das ist gut.
Das war schlecht, wir hätten mit ihm die Gegentaktik machen sollen. Ich bin so dumm. Noch rein. Was soll's? Wer weiß. Vielleicht kriegt er dafür ein bisschen einen Schaden ab. Okay. Ja, ist eh klar. Nicht in die andere Richtung. Ah, sehr gut. Ausgezeichnet. Jetzt machen wir sie tatsächlich alle gleich im ersten Dings fertig. Wir sind gut. At first, people shake their heads and murmur. Most turn away from you and start preparing for the road, but one mother comes up with her twins. I will not stay. I must go where my forefathers take me. Ja, but my children are too small to survive the road and its perils. Please, take them in. Selbstverständlich, sie werden uns wie unsere eigenen Kinder aufwachsen. You spoke well, and we thank you for your kind offer. But our forefathers call to us, and we must answer. Good fortune to you. Und beschließen, auch bei euch zu bleiben. Oh, und eine Person haben wir auch gekriegt. Unjevit. Ausgezeichnet. Was kann Unjevit? Unjevit, so. Ist ein Jäger. Auch nicht schlecht. So, was kann das? Fernkampfschaden. Was kann das? Auch nicht so schlecht. Seegras lassen sie auch da. Und mattierte Kleidung. Ausgezeichnet, großartig. Ah, und da können wir außerdem schauen, ob wir was gegen diese Flüchtlinge unternehmen, also gegen diese Orks unternehmen können. So, na, Ausrüstung ist besser. Ah, die ist schon ausgerüstet mit dem Zeug, was sie mitgenommen hat, ausgezeichnet. Mhm. Dazu. Achso, nein. So. Was gibt's denn noch zum Essen? Ah, wir können auch mit Seegras was machen. Schau das an. Sammeln 4 und Forschungspunkte 9. Na bitte. Das ist ja supi. Ausgezeichnet. So, was ist jetzt mit euch? Ich bin gleich beim Quarz. Gibt es da sonst noch irgendwas zum Sammeln? Was ist das? Ton? Aber den kann man noch nicht sammeln. Ärgerlich. Das große Dings sammeln wir.
Oh, das ist aber relativ einfach sogar zum Sammeln mit 120. Mit 90 meine ich so. Das heißt, warte mal, 180 und 2 in einem Dings, in einem Zug zu erlangen. Perfekt. Das, wir machen genau 2 pro Zug. Schauen wir mal, das sind 6. Wir brauchen zumindest für 2 Gebäude 50. Wären ganz gut, wenn wir zu Hause hätten. Schauen wir mal, wie viel wir schon im Dorf haben. Da haben wir schon 13, das heißt 40 bräuchten wir, wenn geht. Mindestens 40. Das heißt 7 mal 6 sind 42, mindestens 4 Runden werden wir dort jetzt sammeln. Achso, nein, blöd. Ja, genau, 8 Runden. Wenn wir 8 mal 8 sammeln, haben wir insgesamt 48 gesammelt. Das passt. Also 4 Runden werden wir sammeln. Machen wir das noch diese Runde? Nein. Ich werde folgendes machen. Ich werde jetzt abdrehen, werde noch 4 Runden warten und dann werde ich speichern und das nächste Mal machen wir dort weiter, wo die 4 Runden vorbei sind. Also dann, Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.